Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mit dem Charakter Balio und seiner Geschichte. Wenn du dich für König der Löwen oder die Garde der Löwen interessierst und dir meine Videos gefallen, kannst du meinen Kanal gerne abonnieren, um keine neuen Videos zu diesen Themen mehr zu verpassen. Und falls du Ideen für zukünftige Videos hast, schreib sie mir gerne in die Kommentare oder join unserem Discord-Server und schreib sie uns dort. So, starten wir los mit dem heutigen Video. Wer ist Balio? Balio ist ein Löwe mit braunem Fell, dunkelbrauner Mähne und blauen Augen. Er ist der Sohn von Sahasi und Ananda, ich hoffe, ich habe das irgendwie richtig ausgesprochen, und der jüngere Bruder von Rani. Und damit ist er auch Teil der königlichen Familie am Baum des Lebens. Seine Großmutter war Queen Janna und sein Onkel ist Zurak. Außerdem ist Balio Teil der Nachtschar, eine Gruppe, die im Prinzip wie die Garde der Löwen im geweihten Land dafür zuständig ist, den Baum des Lebens zu beschützen. Balios Merkmale sind die braunen Flecken auf seinen Beinen und unter seinen Augen und seine im König der Löwen-Universum doch eher einzigartige Frisur. Denn im Gegensatz zu Kion, dessen Mähne doch sehr stark an die von Scar erinnert und die von Simba, die sehr an die Mähne von Mufasa erinnert, würde mir im König der Löwen-Universum keiner einfallen, der eine ansatzweise ähnliche Frisur hat wie Balio. Man könnte sie vielleicht noch mit der von Kovu in Verbindung bringen, wobei ich dennoch sagen würde, dass da doch schon ein großer Unterschied ist. Kommen wir zum nächsten Part. Wo kommt Balio vor? Balio kommt nur in der dritten Staffel von Die Garde der Löwen vor. Kion und die Garde der Löwen waren eigentlich gerade auf dem Weg zum Baum des Lebens, um nach einer Heilung für Kions Narbe und Onos Augen zu suchen. Allerdings wurden sie hier schon von der Nachtschar verfolgt, da diese sie als potenzielle Bedrohung wahrnahmen. Und hier war Balio der Erste, der sich übermütig gegen die Garde der Löwen stellte. Und er bekam während dem Kampf auch das Gebrüll von Kion ab und wurde irgendwie um die halbe Welt geschleudert. Ansonsten spielte er eigentlich nicht so eine wirklich wichtige Rolle. Er nahm an den Kämpfen gegen Makuchas Armee teil, war beim Tod von Queen Janna anwesend, als auch bei der Krönung von Rani und bei der Hochzeit von Rani und Kion. Kommen wir zum dritten und zum letzten Part, Balio in der Fanszene. Hier gibt es tatsächlich einige Theorien und Bilder, in denen er entweder mit Kion oder mit Vitani geschippt wird. Und beide Theorien finde ich tatsächlich ziemlich cute. Außerdem gibt es tatsächlich auch Theorien, in denen behauptet wird, dass Kovu eventuell mit ihnen verwandt sein soll. Denn viele denken, dass Kovu auch nicht Siras richtiger Sohn ist, sondern dass sie ihn einfach nur, unter Anführungszeichen, adoptiert hat. Ich habe tatsächlich auch schon eine Theorie gesehen, in der es heißt, dass Sira Sahasi und Ananda umgebracht hat und ihren Sohn, in dem Fall Kovu, entführt hat. Was haltet ihr von dieser Theorie? Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Und glaubt ihr, dass Balio vielleicht irgendwann mal böse wird? Also, dass es ihm irgendwann zu blöd wird, immer nur in Ranis Schatten zu stehen? Denn immerhin sind seine Chancen, irgendwann König zu werden, ziemlich gering und auch in der Nachtschar ist er kein Anführer. Also glaubt ihr, dass er möglicherweise irgendwann so wird wie Scar? Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Und falls ihr noch irgendwelche Theorien zu Balio habt, könnt ihr die auch gerne in den Kommentaren posten oder joint auch dafür unseren Discord-Server und postet sie dort. Das war's soweit zu Balio. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!